Im Koran wird Allah als Täuscher und Betrüger bezeichnet. In Sure 3, Vers 54 steht geschrieben, und sie schmiedeten eine List und Allah schmiedete eine List und Allah ist der beste Listenschmied. Das bedeutet, nach eigenem Selbstverständnis ist Allah der größte, der beste Betrüger, Lügner und Täuscher, den es gibt. Das bedeutet, wir haben hier ein Gotteskonzept oder eine Religion, in dem der angebliche Gott damit prahlt, wie gut er täuschen und lügen kann. Naja, fragwürdig ist das natürlich und das würden wir auch erwarten, wenn das Ganze nicht von Gott kommt, sondern von dem, was wir in der Bibel... In der Bibel haben wir eine Person, die sich genauso verhält wie Allah. Die heißt... Boah, wie hieß denn die? Irgendwas mit S. Ah ja, jetzt weiß ich es wieder. Satan! Und da haben wir ihn. Ja, ich meine, Mohammed war jetzt auch nicht wirklich ein guter Mensch, also war ein ekelhafter Kriegsverbrecher, also von dem her, man würde das Ganze schon erwarten, ja. Und in der Heiligen Schrift, da steht geschrieben, Psalm 25, 8, Jahwe ist gut und gerecht, darum weist er die Sünder auf den Weg. Das bedeutet, Allah schmiedet Listen, genauso wie es der Teufel in der Bibel tut. Er versucht ja, Jesus zu verführen, was natürlich nicht klappt. Und Jahwe, der Gott der Bibel, der in Jesus Christus Fleisch wurde, um uns alle zu retten und zu erlösen, der will sogar die Sünder zur Wahrheit führen, weil er uns so sehr liebt. Jeremia 29, 11. Denn ich weiß, welche Gedanken ich über euch habe, spricht Jahwe, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und in 1. Johannes 1, 5 finden wir, und das ist die Botschaft, die wir von ihm, also von Jesus, gehört haben, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm. Das bedeutet, vergleicht man Allah und Jahwe, vergleicht man den Gott des Christentums mit dem Gott des Islams, so stellen wir fest, dass der Gott des Islams definitiv das ist, was die Bibel als Satan entlarvt und dass Gott in der Bibel genau der und das ist, was wir von Gott, vom wahrhaftigen, vom lebendigen Gott erwarten würden. Jetzt steht in 2. Thessalonicher Kapitel 2, Verse 11 bis 12 folgendes. Und darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, dass sie der Lüge glauben, auf das gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit. Und dann wird gesagt, Paulus würde hier ein Gottesbild lehren von einem Gott, der andere Menschen in die Irre führt. Und damit sei der christliche Gott ja kaum besser als der muslimische. Ja, wenn Muslime so argumentieren, ist das natürlich immer schwer, weil sie offenbaren damit zwei Dinge. Erstens, dass sie nicht widerlegen können, wer Allah ist. Und zweitens, dass sie weder Ahnung von der Bibel noch davon haben, wie man im Kontext liest und interpretiert. Das bedeutet, wir tun das und wir sehen uns jetzt gleich im ganzen Kapitel, wo wir dann sehen werden, was es damit auf sich hat. So, und nun sind wir im ganzen Kapitel 2. Thessalonicher 2. Und jetzt wird sich auch gleich herausstellen, was das Ganze bedeutet. Der Widersacher Christi. Was aber das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsere Versammlung bei ihm, so bitten wir euch, dass ihr nicht so schnell wankend werdet in eurem Sinn und dass ihr euch nicht erschrecken lasst, weder durch eine Weissagung, noch durch ein Wort, noch durch einen Brief, die von uns sein sollen und behaupten, der Tag des Herrn sei schon da. Was können wir anhand dieses ersten Verses und also dieser ersten zwei Verse schon mal lernen? Naja, zwei Lektionen. Erstens, wir sollen uns nicht darauf ausruhen, dass Jesus irgendwann kommt und wankend werden in dem Sinne, dass wir schlampig werden im Halten der Nachfolge Jesu Christi. Und zweitens, dass man nicht leichtfertig jemandem glauben soll, der schreit, ja, die Endzeit und ich bin ein Endzeitprophet und weiß der Geier. Denn das ist etwas, den Tag des Herrn, den kennt der Herr selbst alleine. Und das bedeutet, dass diese ganzen Prophezeiungen natürlich darauf hinweisen, was geschieht und was geschehen kann mit den Menschen und mit der Welt, wenn sich nichts ändert, aber eben auch die Verzögerung der Parousie vor dem Hintergrund, dass viele Leute es immer noch nicht gerafft haben, dass es Gott zu folgen gilt und dass man nicht einfach tun lassen kann, was man will.
Lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch des Frevels offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Erinnert ihr euch nicht, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und jetzt wisst ihr, was ihn noch aufhält, bis er offenbart wird zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis des Frevels ist bereits wirksam, nur muss der, der es jetzt aufhält, erst hinweggetan werden und dann wird der Frevel offenbart werden. Ihn wird der Herr Jesus töten mit dem Hauch seines Mundes, also quasi dadurch, dass Jesus Christus spricht, wird der Widersacher zu Fall gebracht werden. Und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Der Frevler aber wird kommen durch das Wirken des Satans mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden. Denn sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen, dass sie gerettet würden. So, und dann kommt erst die fraglichen Stellen von 11 bis 12. Was haben wir also gelernt? Wir lernen hier gerade etwas, wir lernen hier gerade Lektionen über die Endzeit. Wie wird die Endzeit sein? Da werden die Menschen vom Glauben abfallen, da werden die Menschen irgendwelchen verdorbenen Kreaturen hinterherrennen und dann wird quasi irgendwann auch der Widersacher kommen, der die Menschen in die Irre leitet und die Spreu vom Weizen trennt zwischen guten Gläubigen und vermeintlichen Gläubigen unterscheidet. Und man soll nicht wankelmütig werden im Sinn, sondern man soll stets auf Jesus Christus vertrauen und soll ihm nachfolgen, egal was passiert. Und das, denn sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen, dass sie gerettet würden, bezieht sich darauf, dass die Leute eine Chance hatten. Sie hatten Zeichen und Wunder der Apostel. Sie hatten die Bestätigung Gottes in Jesus Christus. Sie hatten das ewige Heils- und Erlösungswerk. Sie hatten den lebendigen Gott direkt vor Augen und sie hatten damit auch die Chance und die Möglichkeit, sich zu diesem Gott und damit zur ewigen Erlösung und Errettung zu bekennen. Das bedeutet, Gott hat sie nicht etwa getäuscht, wie Allah, der ständig ihnen irgendetwas vormacht, dann nicht auf seine eigenen Schriften aufpassen kann und dann einen Haufen Menschen in die Hölle gehen, weil Allah da einerseits sagt, ja, Jesus ist gekreuzigt worden, obwohl es nicht so gewesen ist und ja, diese Schriften und diese Schriften, aber die sind ja jetzt alle verfälscht und deswegen hat Gott es immer nötig, also dieser Allah, der ja nicht Gott ist, es immer wieder nötig, neue Propheten zu erschaffen und zu schicken, weil er auf die Offenbarungen der Vorherigen nicht aufpassen konnte. Ja, all das ist einfach Idiotie. Und da muss ich mich ja auch ganz klar fragen, was ist denn das? Und das ist es eben, während Allah Listen schmiedet, ja, und die Gläubigen täuscht, ja, er lässt seine eigenen Leute, sein eigenes Volk in die Irre gehen und lässt sie absichtlich in einem falschen Glauben und dann werden sie dadurch in die Hölle geleitet. Das bedeutet, Allah ist es selbst, der die Leute täuscht, während Gott ein klares Zeichen getan hat in Jesus Christus. Er hat ein Zeichen gesetzt und Jesus Christus ist der lebendige, fleischgewordene, inkarnierte Gott, der sich klar offenbart hat. Und da haben wir es. Die Leute haben die Chance, solange die Welt noch nicht untergegangen ist, solange das alles noch nicht eingetreten ist, solange die Endzeit noch nicht vor der Türe steht, haben sie die Chance, umzukehren. Und dann steht, denn sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen, dass sie gerettet würden. Das bedeutet, obwohl sie den lebendigen Gott vor Augen hatten, obwohl sie die ganzen Zeichen gesehen haben und obwohl sie wussten, dass das wahrhaftig ist, haben sie sich entweder gar nicht damit beschäftigt oder sie haben es absichtlich und obwohl sie wussten und Gott ihnen gesagt hat, was für Konsequenzen das hat, haben sie sich mit der ihnen von Gott gegebenen Freiheit dazu entschieden und dazu entschlossen, es nicht anzunehmen und sich von Gott abzuwenden. Und dann, wenn die Endzeit kommt, dann ist es nicht Gott, der sie verführt, sondern dann wird es so sein, dass Gott es nicht macht, dass die Leute getäuscht werden. Ja? Allah täuscht die Leute und lässt sie dadurch in die Hölle gehen. Die haben keine Chance. Die haben keine Chance, irgendwie herauszufinden, was die Wahrheit gewesen ist über irgendein Ereignis oder über die Kreuzigung. Die haben keine Chance
und glauben an etwas Falsches und gehen dann in die Hölle. Kann das der Sinn des lebendigen Gottes sein, Leute zu erschaffen, ihnen dann falsche Offenbarungen zu geben und durch Zeichen sie in die Irre zu leiten, um die Hölle zu füllen? Allah sagt ja auch einmal sinngemäß, dass es sein Ziel ist, die Hölle mit Menschen zu füllen. Ja, was ist denn das bitteschön für ein Gotteskonzept? Und hier ist es eben nicht so. Die Leute hatten die klare Chance, jetzt sind wir in der Drangsalszeit. Jetzt beginnt das Weltgericht. Jetzt kommt Jesus Christus zurück, jetzt richtet Gott die Welt. Und bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Leute die Chance umzukehren. Und wenn dann Gott dort steht und diese Leute, die ihm nicht angenommen haben, er täuscht sie nicht, sondern er lässt es nun zu, weil sie sich freiwillig gegen ihn entschieden haben, dass sie sich in diesem Weg verirren. Das bedeutet, er hat sie nicht in diese Sackgasse geleitet, wie ein falsches Navi, wie Allah, sondern er hat es zugelassen, dass die Leute sich verirren, nachdem sie wissentlich das ganz klar nicht angenommen haben und das abgelehnt haben, was Gott selbst offenbart hat. Das bedeutet, die Leute hatten die Zeichen vor Augen, die Leute hatten die Offenbarung vor Augen. Durch die ihnen von Gott gegebene Freiheit haben sie sich selbst dazu entschieden, ihm nicht zu folgen. Und jetzt lässt Gott zu, dass diese Leute die Konsequenzen tragen werden. Weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Weil das sie gerettet würden. Und hier geht es also in diesen Versen nicht etwa darum, dass Gott Leute täuschen würde, damit sie in die Irre geführt werden, sondern dass Leute nicht nur die Offenbarung Gottes, sondern Gott komplett mit ihrer Freiheit und trotz, dass sie wussten, was für Konsequenzen das hat, abgelehnt haben. Und jetzt lässt Gott es zu, dass diese Konsequenzen sie trifft. Hätte man wissen können. Hätte man natürlich vorher alles lesen müssen, hätte man den Kontext beachten müssen, hätte man nicht rumlügen müssen, sondern wahrheitsgemäß das lesen müssen, was drin steht. Ja? Und nicht irgendwelche Schnipsel herausziehen und dann irgendetwas zu suggerieren, was nicht der Fall ist, sondern den Kontext beachten, diesen Kontext analysieren, die Stelle zu kontextualisieren, sie vor dem Hintergrund des Kontextes zu analysieren und dann schließlich zu deuten. Und so macht die Sache Sinn. Es hat nichts damit zu tun, dass Gott Menschen in die Irre gehen lässt. Es hat damit zu tun, dass Gott ihnen ganz klare Zeichen gegeben hat, sich vor ihnen offenbart hat. Und es geht jetzt darum, dass die Leute, die das nicht angenommen haben, die Konsequenzen tragen und dass Gott das zulässt, dass sie diese Konsequenzen tragen müssen, wie er selbst gesagt hat. Und wenn die Menschen das hören und trotz dieser Konsequenzen das Ganze ablehnen und sich im vollen Bewusstsein der Konsequenzen davon abwenden, dann lässt Gott es zu, dass sie diesen Weg nun selbst beschreiten müssen und dann werden sie sehen, was ihr Lohn ist. Ja? Es war ihre freie Entscheidung, sie hätten das nicht tun müssen, sie hätten dem lebendigen Gott folgen können. Ja? Und sie hätten auch die Sünde bleiben lassen können. Aber Gott wusste ganz genau, was die Menschen alles verderben werden. Und da dementsprechend handelt er. Ja? Hätte man alles wissen können, hätte man natürlich aber auch, wie Paulus selbst hier schreibt, die Liebe zur Wahrheit annehmen müssen. Also jeder Moslem, der das Verhalten seines Allahs damit entschuldigt, zeigt nicht nur, dass er das Verhalten Allahs nicht widerlegen kann, und er zeigt, dass er von Kontext und biblischer Aussage keine Ahnung hat. Ja? Wieder einmal ein Beispiel, dass man gewisse Dinge im Kontext sehen muss. Dann macht die ganze Sache Sinn. Nicht Gott ist es, der täuscht. Die Menschen haben sich aus freien Stücken gegen Gott entschieden und Gott lässt jetzt zu, dass sie die Konsequenzen tragen. So einfach und so logisch übrigens auch. Ja? Naja, wer im vollen Bewusstsein dessen, was er tut und dessen, was die Konsequenzen sind, handelt, naja, warum sollte der die Konsequenzen auch nicht tragen? Ganz logisch. In diesem Sinne, der Gott der Bibel, der reicht dir die Hand. Und bevor es zu spät ist, nimm diese Hand. Ja? Und beschwere dich nicht am Ende der Gezeiten, du hättest mir klarere Zeichen geben müssen. Die Zeichen, die sind klar. Gott hat sich klar offenbart. Wenn du das ablehnst, dann ist das nicht das Problem Gottes. Dann liegt das Problem einzig und allein bei dir. In diesem Sinne, der Friede und die Gnade des Herrn Jesus Christus, des einzig lebendigen Gottes, sei alle Zeit mit euch. Amen.